Momentan haben wir wirklich ein sehr herrliches und frühlinghaftes Wetter mit sehr viel Sonne. Es macht umso mehr Spaß, wieder die Sonne vermehrt auf die nackte Haut strahlen zu lassen. Fühlt sich einfach super an. Gleiche gilt natürlich auch für unsere Jungpflanzen. Die mögen es natürlich auch, wenn es schön warm und sonnig ist. Da aber müsst ihr aufpassen, jetzt so früh in der Saison, wo sie noch im Haus zum Teil drin sind und sehr viel Kunstlicht abbekommen, gibt es da einige Sachen zu beachten, damit die nicht zu viel Schaden von der Sonne bekommen. Zu dieser Zeit im Frühjahr und bei diesem sonnigen Wetter bin ich auch sehr aktiv, sage ich mal. Also ich laufe die ganze Zeit meine Kellertreppen hoch und runter und bringe meine Jungpflanzen raus ins Sonnenlicht. Mache ich einfach deshalb, um sie halt ans Sonnenlicht zu gewöhnen bzw. um sie abzuhärten, damit die sich jetzt zum Beispiel an das Wetter gewöhnen bzw. an das Kleinklima, was ich hier zum Beispiel habe, damit sie halt zum Beispiel auch robuster werden, nicht ganz so verwöhnt sind, weil unten bei mir im Keller sind es ungefähr 20 Grad, ist halt recht warm. Und hier draußen, zum Beispiel in der Sonne bei der Terrasse, ist es ungefähr 15 Grad, im Folientunnel genauso. Und wenn ich da die ein bisschen rausstelle, auch mit dem Wind, die da noch konfrontiert werden, dann werden daraus sehr starke, robuste Pflanzen, die dann auch bessere Wurzeln bilden und sich einfach schon mal ans Wetter, sag ich mal, vorher anpassen. Ist ja nichts anderes wie bei uns Menschen zum Beispiel. Wir haben auch eine gewisse Gewöhnungsphase, bis wir dann ja da langsam unser Körper sich drauf einstellt, zum Beispiel bei Hitze oder auch bei Kälte. Derjenige, der die ganze Zeit, sagen wir mal, bei 25 Grad im Haus im Winter rumläuft, dem wird dann schon bei 15 Grad etwas kühl werden, wo man sich etwas wärmer anzieht. Und derjenige, der im Winter jetzt nur bei 15 Grad im Haus rumläuft, dem macht es dann wahrscheinlich auch nicht so viel aus, wenn der mal, ja, der ist einfach abgehärteter, dann hat der wahrscheinlich jetzt das kalte Empfinden bei 5 Grad vielleicht, ungefähr so als Beispiel halt. Also eine gewisse Art von Abhärtung. Geht jetzt auch das gleiche für die Jungpflanzen. Zusätzlich solltet ihr auch aufpassen, wenn ihr die Jungpflanzen raustragt. Ich trage sie zum Beispiel bei mir ins Gewächshaus oder in den Folientunnel. Da ist die Sonne nicht ganz so intensiv. Die Pflanzen müssen sich erstmal an das Sonnenlicht gewöhnen, sonst bekommen sie Sonnenbrand. Das heißt, sie bekommen so weiße Flecken oder so Streifen. Das heißt, die Pflanzen haben so mehr oder weniger einen Schaden und werden so zurückgeworfen und werden so an ihrem Wachstum gehemmt. Um halt das zu vermeiden, ist es halt erstens mal wichtig, die Pflanzen nicht sofort direkt in die pralle Sonne zu stellen, vielleicht mal im Halbschatten oder wie bei mir jetzt im Folientunnel oder im Gewächshaus, da wo die Sonnenlicht auch noch mal ein bisschen gefiltert wird zum Beispiel. Und dann auch noch immer stückweise das machen. Also ich mache schon die erste Woche habe ich sie nur eine halbe Stunde rausgetan. Jetzt kann ich sie schon in der zweiten und dritten Woche ungefähr eine Stunde raustragen und erweite ich halt immer das ganze Fortgehen. Das mit meinen Paprikas, mit meinen Chilis und mit meinen Auberginen, die ich ja schon im Januar vorgezogen habe. Und natürlich auch mit dem Ingwer, mit der Süßkartoffel, die ich jetzt hier habe. Mit den Pflanzen mache ich das gerade so. Ich habe noch zwei andere Kulturen. Da handhabe ich das etwas anders. Darunter die Tomaten, die ich im Mitte Februar schon ausgesät habe. Da mache ich es halt so, dass ich sie tagsüber raus in mein Gewächshaus trage, weil sofort, wo sie aufgekeimt sind, also so ganz kleine Sprießlinge noch waren und nicht mal aufgestellt waren, habe ich sie sofort ins Gewächshaus getan, weil wenn da mal die Sonne reinknallt, dann ist es auch richtig schön warm, so 15 bis 20 Grad und wir haben dann auch die pure Sonne und wenn die Sonne dann weggeht, dann wird es da auch immer weiter kühler. Und dann trage ich sie über die Nacht wieder rein, weil es natürlich Frost ist und dann wird es meine Pflanzen wieder kaputt machen. Aber so gewöhne ich sie schon sofort ans Sonnenlicht. Die haben dann gar kein Risiko, dass die überhaupt einen Sonnenbrand bekommen. Und so werden dann auch kräftige Jungpflanzen draus. Und wenn ihr da auch diese Möglichkeit habt, ist halt ein bisschen aufwendig. Je mehr Pflanzen ihr habt, die immer rein und raus tragen, in der Früh und am Abend, ist natürlich zeitaufwendig. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht es auch. Es lohnt sich auch wenn ihr es jetzt mit Paprika, Aubergine oder Chilis oder sowas macht und mit allen möglichen euren Vorzucht. Das gleiche habe ich natürlich auch mit Salat und dem Kohl gemacht. Die habe ich schon
im Januar einfach im Gewächshaus stehen lassen. Die lasse ich sogar noch über Nacht drinnen. Diese minus 4 Grad zum Beispiel haltet meinen Kohl im Gewächshaus oder der Salat auch ziemlich gut aus. Dann, die lasse ich ja einfach stehen. Dann werden die auch, dann gewöhnen sie sich auch schon mal ziemlich gut daran. Nochmal ganz kurz, wenn ihr eure Pflanzen bei euch im Haus vorgezogen habt, bei schön 20 Grad zum Beispiel, alles beheizt, dann gewöhnt langsam eure Pflanzen an die Kälte, gewöhnt sie langsam an Wind, gewöhnt sie langsam an Sonne und weitere Umwelteinflüsse, weil die es halt einfach gewöhnt sind, die brauchen eine gewisse Anpassung und die können dann richtig starken Schaden bekommen. Das wirft euch dann vielleicht auch für mehrere Wochen zurück und das ist dann natürlich auch dann sehr ärgerlich, wenn ihr dann den ganzen Aufwand da reinsteckt und eure Pflanzen dann Schäden bekommen oder vielleicht, weil ihr dann nicht aufgepasst habt, durch den Frost kaputt gehen und dann eure ganzen Pflanzen kaputt gehen, muss ja auch nicht unbedingt sein. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst, wenn ihr auch Gärtnerfreunde kennt, dürft ihr auch das Video gerne an eure Kollegen teilen, an eure Freunde, Bekannten, Familie, ist auch alles sehr gerne erwünscht. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!